Dass ich heute zu Ihnen über das Tonband spreche, ist der Wunsch, besser gesagt der Gedanke unserer lieben Frau Thomsen, die mich herzlich darum gebeten, da ich doch an diesem Tag nicht persönlich unter Ihnen weilen kann, ihr zumindest ein Tongerät mit Tonband zur Verfügung stelle. Ihr Herzenswunsch ging dahin aus, dass auch Sie alle meine Worte, wie ich sie immer wieder auf den Weg zu geben gewusst, auch hier geben sollte. Das Wie war ja bald entschieden. Frau Thomsen sagte, sie wäre zufrieden, wenn ich nur für diese Zeit, für diesen Tag, ihr das Gerät erstmal zur Verfügung stelle. Ich bin aber weiter zu dem übergegangen, indem ich selbst sage, es ist ein sehr guter, ein gesunder Gedanke und ich will daher dieses Gerät, Frau Thomsen, immer zur Verfügung stellen, dass Sie über dieses Gerät auch einige Worte von meiner kleinen, wenigen Persönlichkeit übernehmen können. Ja, meine lieben Freunde, seien Sie nicht erstaunt darüber. Ich will nicht der Große sein. Ich bleibe für Sie der kleine Gröning. Ich will weiter nichts, als dass Sie alle nur jetzt den guten Weg einschlagen, der nicht von mir, sondern von Gott so bestimmt ist. Nun möchte ich aber nicht abweichen von dem, was ich Ihnen heute sagen will. Dass Sie heute das heilige Fest schon begehen, müsste wohl jeden Menschen bekannt sein, wozu wir es feiern. Es ist nicht nur mein, sondern das ist der Wunsch vieler Menschen, das Fest so zu feiern, wie es seiner Feier überhaupt bedarf. Ich weiß, dass Sie mich auch jetzt noch nicht verstehen werden, denn Sie lebten bisher in dem Glauben, dass die Feiern, wie Sie sie gefeiert, schon die richtige Feier gewesen sei. Nein, meine lieben Freunde, diese Vorfeier, die Sie heute begehen, ist alleine die Stunde der Besinnung. Das heißt, dass der Mensch sich erstmal auf sein eigenes Sein und dann auf das Sein unseres Heilandes besinnen soll. Warum, wieso, weshalb Gott uns seinen Sohn sandte, der uns doch so viel mit auf unseren Lebensweg gegeben, der für uns nicht nur was, sondern das alles ist, was wir hier in unserem Erdenleben benötigen. Ich weiß, dass Menschen das nur so als Selbstverständlichkeit hingenommen haben, es ist nun mal das Weihnachtsfest und dann werden die schönen Weihnachtslieder gesungen, eher gesagt werden sie heruntergeleiert, ohne dass der eine wie der andere nur den Gedanken dafür aufgenommen, dass diese Lieder, wie sie uns von unseren Vorfahren, von Menschen, ich muss so sagen, von großen Geistern übergeben, die uns das als Geschenk übergeben, hinterlassen haben,
Aber doch hat jedes Lied einen seinen Sinn, in dem ja jedes Wort wir wahrzunehmen und dass wir auch dieses dann beherzigen. Aber nicht das alleine ist es, meine lieben Freunde, was ich Ihnen nur so sagen will. Sie denken bisher immer wieder, so das heilige Fest, wie Sie sagen, das Weihnachtsfest sich naht, denken Sie schon Monate, denken Sie schon Wochen vorher an das, was Sie Ihren Nächsten schenken wollen. Sie denken auch an die Geschenke Ihrer Nächstangehörigen und dass Sie mit einer Bestimmtheit da rechnen, dass Sie überhaupt beschenkt werden. Ich weiß, dass Sie sich glücklich schätzen, dass auch Sie zu den Schenkern zählen, dass auch Sie Ihre Nächsten mit irdischen Geschenken beglücken. Nun aber, meine lieben Freunde, wir dürfen das Ganze, das Große, das Göttliche nicht unterschätzen. Gott hat uns mehr als nur ein irdisches Geschenk übergeben. Und gerade deswegen müssen wir so viel über all das wissen, was Gott für uns ist und was wir für ihn sind. Nun, das Geschenk, das Gott uns gegeben, ich könnte schon sagen, dass auch dieses ein rein irdisches Geschenk ist, denn Gott sandte uns einen, seinen Sohn, der uns den Weg gewiesen, den wir seit unseres Hierseins zu gehen haben. Ich weiß, dass Menschen nur, ich betone noch einmal, immer wieder nur sagen, wie sie das auch in diesen vielen Liedern finden, heute ist uns der Heiland geboren, welches ist Christus der Herr? Und so weiter und so weiter. Ja, aber dass ein Mensch wirklich das aufgenommen hätte, was er aufzunehmen, was er von sich aus zu beherzigen hätte, bleibt nicht nur zu wünschen übrig. Nein, Freunde, viele haben darüber nicht nachgesonnen. Denn es war für sie nur eine Selbstverständlichkeit, denn das Weihnachtsfest haben wir ja alle Jahre. Aber es gibt auch das schöne, wundervolle Lied, worin es heißt, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Wer hat wohl sich dabei was gedacht? Wer hat das wohl so ernst genommen? Wer hat wohl glauben können, dass das wahr sei? Ich glaube nicht. Es war für den Menschen nur so selbstverständlich, indem er das mit einem Wort abgetan, es ist ja nur ein Lied. Naja, und wir haben ja alle Jahre immer das gleiche Fest, es wiederholt sich. Meine lieben Freunde, werden Sie besinnlich, was Gott uns hier geschenkt. Weil Menschen nie in sich hineingehorcht, weil Menschen aus der wahren göttlichen Führung gekommen sind, schenken sie sich selbst auf ihrem Körper keine Beachtung. Sie horchten nicht in sich hinein und folgten auch nicht dem Gefühl und lebten auch nicht so in dem Willen Gottes. Also waren sie aus dieser wahren göttlichen Führung ganz hinausgekommen und sie lebten nur mal in den Glauben, das genügt schon so, wie unsere Eltern, unsere Vorfahren diese Feste gefeiert haben, ohne sich dabei nur einen Gedanken zu machen, ohne dabei überhaupt besinnigt zu werden. Nichts von all dem, keine Spur. Sie lebten einfach in dem Glauben, ich sage es noch einmal, das musste mal so sein. So haben meine Eltern die Feste gefeiert, so feiern wir sie und so feiern sie meine Kinder auch. Meine lieben Freunde, da fällt alles, kurz gesagt, unter den Tisch. Da ist überhaupt nichts mehr, was man noch als Leben bezeichnen könnte. Da ist überhaupt nichts mehr von all dem, das Gott für uns bestimmt, Gott für uns beschieden. Und da ist nichts mehr von dem geblieben, was uns der Heiland bedeutet. Da ist nichts Wahres mehr, nichts Glaubhaftes mehr bei den Menschen. Er nahm das nur so hin. Und das war einmal, Christus war mal hier. Und glaube nicht,
dass er immer bei uns ist. Und sie glauben auch nicht, dass er in uns wohnen kann, dass wir tatsächlich von ihm geführt, das heißt, dass Gott uns durch seinen Sohn dahin führt, wohin wir gehören, zu wem wir gehören. Ich weiß, dass Menschen dieses alles mit einer Leichtfertigkeit abweisen. Sie können einfach, kurz gesagt, nicht mehr glauben.